Tierstar, Alter. Das erste Mal Bochum. Was sagst du? Oh, Ruhrpott. Ruhr zu dem Pott, NRW. Was soll ich sagen, ey? Das war so krass. Die hätten 2 Battlemanias machen können. Die MCs waren so stark. Es war schade, dass man nicht alle MCs rankam in die Battlemania, weil ich weiß, da waren so viele MCs, die sich so krass vorbereitet haben. Es sind sehr viele Parts und Bars, die wir nicht gehört haben. So, das lässt natürlich so einen Beigeschmack, dass man nicht den ganzen Film gesehen hat. Aber es war einfach so überraschend und so krass. Also ich war die ganze Zeit auf Feier, sehr Spaß auf jeden Fall. Allein die Cypher hat sich ja schon so gestaltet, dass wir so viele MCs hatten, dass mein Zeitplan ja schon gesprengt wurde und jeder gemeint hat, ich will battlen. Und das, also Ruhrpott ist voller Talente, wir müssen auf jeden Fall nochmal herkommen. Aber mal von der Battlemania weg, nochmal ein paar Worte zur BMCL, was sagst du? Auch sehr überraschend so. Ich habe eine Steigerung erwartet und das ist auch wirklich passiert. So, George Miller hat mich sehr überrascht, so sehr abwechslungsreich, was er gemacht hat. Diese aggressive Delivery habe ich sehr gefeiert, den Real Talk zwischendurch. Also so, der hätte in Sachen Humor vielleicht noch ein bisschen was auf die Schippe legen können. So, gerade bei einem Gegner wie Beisam. Und Beisam hat da seine Karten auf jeden Fall vorher gut gesehen. Genau, genial ausgespielt. So, ich habe sehr viel lachen können. Aber insgesamt ein sehr spannendes Match auf jeden Fall. Ey, weil Bochum ja wieder mal so eine geile Show war, haben wir ja fürs nächste Mal wieder einen Knaller vorbereitet. Und zwar am 3. Februar in Berlin. Da haben wir Fresh Polacke gegen MC Mike. Oh. Die haben sich auch provoziert, ne? Irgendwo da. Was sagst du? Boah, eine Prognose würde ich nicht wagen, denn ein MC Mike ist natürlich nicht zu unterschätzen, aber ich würde auch nicht den Hunger von Fresh Polacke unterschätzen, der ist so lange ja nicht am Start gewesen in der BMCL, es ist ja ein knappes Jahr her, sein letztes Match, aber nachdem er letztes Mal Champion geworden ist und wie schnell er das gemacht hat, hat man ja schon gesehen, dass er nichts verlernt hat, ich glaube eher im Gegenteil, also ich denke, die Battle-Fans werden definitiv auf ihre Kosten kommen, also sichert euren Eintritt und merkt dieses Datum, 3. Februar, seid pünktlich vor dem Vinu-Club. Ja, auf jeden Fall eine kleine Anekdote noch zur Provokation. Ich muss ja sagen, ich glaube, Polacke hat die witzigste Provokation gedreht, glaube ich. Ich habe mich totgelacht. Ich musste selber den Raum verlassen bei dem Provo-Dreh, weil ich einfach die ganze Zeit einen Lachflash hatte und Polacke einfach nicht drehen konnte. Und ich musste des Raumes verwiesen werden als der Leiter, weil es einfach nicht gehen konnte. Es war einfach zu lustig. Und das kann man auch mal schaffen, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist Platz 1. Und fürs nächste Mal haben wir auch ein Producer-Feature am Start und das ist sogar einer unserer House-DJs. Ja, das ist kein geringerer als DJ Pete und nicht nur auf den Beats von ihm werden die Battles stattfinden, sondern er wird auch noch die Aftershow rocken und die Leute zum Tanzen bringen. Also ich werde auf jeden Fall nach dem BMCL eine Runde abdancen. Also ihr müsst am Start sein, 3. Februar 2016, Fresh Polacke gegen MC Mike, Pete von DJ Pete in der Battlemania und in der Cypher und auch in der Aftershow-Party. Wir haben übrigens noch für die Berlin-Shows auf tickets.de einige Tickets da. Also wir haben natürlich eine Abendkasse, so wie immer, aber für Anreisende, die sich so ein Spektakel ansehen wollen, haben wir einige Tickets zum Vorverkauf gestellt, damit man da einfach sicher sein kann, dass man da an dem Tag reinkommt. Also seid am Start, feiert mit uns und ich sag nur, Rap am Mittwoch, Rap oder stirb, Motherfucker!